ihr Lieben, ich habe schon irgendwie lange nicht mehr so in dieser Position Videos gedreht, deswegen ist es jetzt irgendwie ein bisschen ungewohnt. Seht ihr, mir fallen direkt die Worte nicht ein. Aber es wird Zeit für mein Want-to-Read für den Monat Juli, glaube ich, falls ich mich jetzt nicht grandios irre. Oh Gott. Echt lange nicht mehr gedreht. Auf jeden Fall Want to Read. Ich habe das letzte nicht so wirklich erfüllt, aber ich kann die auch leider jetzt nicht mitziehen, weil jetzt die Sommerlese-Challenge kommt und eine Menge Rezensionsexemplare und deswegen werde ich die irgendwann anders mal lesen. Aber fangen wir an. Das eine, es sind nur noch 3 Tage ungefähr übrig in diesem Monat und deswegen glaube ich nicht, dass ich das hier noch schaffe. Und zwar Rette mich vor dir von Terry Murphy und dazu die beiden E-Books. Ich werde versuchen, die beiden E-Books zu schaffen, also Zerstöre mich und Vernichte mich. Genau. Habe ich hoffentlich eingeblendet. Ich versuche, die beiden noch zu schaffen. Die sind ja nicht so lang, das dürfte noch zu machen sein. Aber das hier bestimmt nicht mehr, weil ich im Moment auch Bücher lese und so, von daher das kommt dann noch im nächsten Monat und ich brenne für dich von Harry Murphy den Abschluss der Trilogie kommt dann auch im nächsten Monat, weil der zwar schon erschienen ist, aber bisher bei mir noch nicht eingetroffen ist, weil die Post einfach streikt. Ich habe keine Ahnung, wann es kommt, aber es sollte jetzt die Wochen oder die Tage bald kommen und dann kann ich das machen und die Reihenvorstellung dazu drehen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Den ersten Teil habe ich gelesen, habe ich diesmal endlich 5 Sterne gegeben, aber dazu ein anderes Mal. Ups. Dann kommen wir direkt, also ich sage erstmal die Rätsel-Exemplare, die noch auf dem Weg zu mir sind. Zum einen werde ich diesen, also im Juli lesen, Wenn Schmetterlinge Loopings fliegen, heißt das glaube ich. Auf jeden Fall ist es von Petra Hülsmann. Ich habe hier schon Hummeln im Herzen letztes Jahr gelesen und ich fand das echt toll. Es ist so ein Chick-Lit-Roman, die ich normalerweise ganz nett finde, aber nicht so toll. Aber der hat mir wirklich sehr gefallen und deswegen war ich echt scharf auf dieses Buch, als ich es in der Buchhandlung gesehen habe. Es war sogar mit Evie in Bad Piemont, da haben wir das in der Buchhandlung gesehen und da dachte ich mir, das will ich lesen. Und dann habe ich den Verlag Weißer Lübbe angeschrieben und gefragt, ob ich das als Rezensionsexemplar kriegen würde. Und die haben mir direkt zugesagt und deswegen ist es jetzt auf dem Weg zu mir und ich freue mich drauf. Und das andere, das im Moment auf dem Weg zu mir ist, ist Ich brenne für dich. Noch was? Ich glaube gerade nicht. Ich bin gerade verwirrt ein bisschen. Kommen wir zur Sommerlese-Challenge. Dazu habe ich mir 4 Bücher ausgesucht, die ich in diesem Monat lesen werde. Den Rest werde ich dann in der ersten Hälfte des nächsten Monats hoffentlich nachschieben. Zum einen möchte ich Die Erleuchtete, der erste Band ist Dunkel, der Seele von Amy Agresti lesen. Das Video zur Sommerlese-Challenge verlinke ich euch in der Infobox, deswegen möchte ich nicht sagen, zu welcher Frage und so das alles noch ist. Das steht da alle schon, das habe ich da alle schon erzählt. Deswegen das hier, darauf bin ich schon länger gespannt. Ich möchte gerne wissen, ob es mir gefällt oder nicht. Und da Jessie das ja als Rezensionsexemplar bekommen hat, dachten wir uns, dass wir das eventuell zusammenlesen wollen würden. Aber sie hatte es ja eigentlich schon im Want-to-Read für diesen Monat. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt geschafft hat. Ich glaube nicht. Wenn sie es nicht geschafft hat, vielleicht lesen wir es zusammen. Ihr werdet sehen. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Aber was wir auf jeden Fall zusammen lesen möchten, und zwar Jessie, Malle und ich, auf jeden Fall, und zwar dieses Buch, Der Beweis, dass es außerhalb meines Zimmers ein Leben außerhalb meines Zimmers gibt. So, von Melissa Keil haben wir ja alle zusammen gekauft quasi und möchten wir auch alles zusammen lesen. Und das habe ich bei mir auch in dieser Mal-Lese-Challenge mit reingepackt. Und meinte, das passt doch da gut rein, vielleicht packt ihr es auch da rein. Und dann haben die anderen das, glaube ich, auch reingepackt. Auf jeden Fall Malle hat es auch in ihre Sommerlese-Challenge reingepackt. Und deswegen möchten wir es auf jeden Fall zusammen lesen im Juli. Dann noch 2 weitere Bücher, bei denen ich denke, dass die zu lesen ziemlich schnell geht und dass ich es eventuell schaffen könnte. Deswegen habe ich sie mal mit auf das Want to Read gepackt. Und zwar zum einen Verführt, Lila und Ethan von Jessica Sorensen, der 3. Band quasi der Micah und Ella-Reihe, obwohl es nicht mehr um die geht, sondern um deren Freunde. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und wie gesagt, die Bücher sind meistens ziemlich schnell zu lesen. Hat jetzt auch nur ein bisschen über fast 400 Seiten, aber meistens gehen die schnell zu lesen. Ich habe jetzt zu keinem einzigen gesagt, worum es geht, ne? Die Links zu den Büchern findet ihr in der Infobox, falls eins euch näher interessiert, könnt ihr danach lesen, worum es geht.
Und dann das andere ist von Mac Cabot, Wer heimlich küsst. Zudem glaubt man nicht, dass so eine locker leichte Jugendliebesgeschichte, ich glaube, die Protagonistin dürfte so 14 sein oder so. Ich bin da mal gespannt und ich glaube auch, dass man das relativ schnell lesen kann. Hat auch nicht mal 300 Seiten. Von daher, ja, werde ich das versuchen zu lesen. Dann ein Buch, was ich auch zusammen lesen möchte mit auf jeden Fall Jessie und Malle und Caro und dann auch noch mit Jen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht auch in die Lese-Challenge reinpacken könnte. Denn eines der freien Aufgaben ist ja, lass dir von Freundinnen Bücher auswählen, die du unbedingt lesen musst. Und oder eins auswählen und da die ja nach Zeitplan streng dieses Buch oder diese Buchreihe lesen, habe ich mir quasi vorschreiben lassen, dass ich das in diesem Monat lesen muss. Von daher passt das irgendwie auch zu der Aufgabe und zwar Harry Potter und der Gefangene von Azkaban von J.K. Rowling. Ich habe ja schon Monate darauf gewartet, dass die drei, also dass die anderen soweit sind, dass wir das zusammen lesen können. Von daher denke ich, passt das auch irgendwie zu dieser Aufgabe und werde ich wahrscheinlich auch in die Sommerlese-Challenge reinpacken, denn sonst schaffe ich die eventuell in der vorgegebenen Zeit nicht und zu Harry Potter muss ich eh nichts mehr sagen. Ich bin froh, endlich weiterlesen zu können. Dann ein Bibliotheksbuch. Ich versuche jeden Monat mindestens eins zu lesen, weil hier noch jede Menge stehen und ich verlängere die immer und verlängere die und lese die. Die ist so richtig. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Vielleicht kann ich das auch irgendwo unter eine Aufgabe schieben. Aber ich weiß gerade nicht, vielleicht unter was ich am liebsten lesen würde, aber so gern würde ich es auch nicht lesen. Naja, egal. Zwar rede ich von Panic. Wer Angst hat, ist raus. Von Lauren Oliver. Von Lauren Oliver bin ich ja gespaltener Meinung. Ich habe die Armor-Trilogie gelesen und ich fand sie furchtbar. Sie wurde von Band zu Band immer schlechter, meinem Gefühl nach. Der dritte hat mich dann vollkommen enttäuscht. Aber ich habe von ihr auch schon gelesen, wie heißt denn das Buch? Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Und das fand ich wiederum ganz gut. Sogar ziemlich gut. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt auf Panic und wie es mich packen wird. Ich bin froh, dass es ein Einzelband ist. Falls es mir nicht gefallen wird, kann ich es halt abhaken. Falls es mir gefallen wird, kann ich es auch irgendwie nachkaufen. Wäre dann nicht so teuer. Von daher mal gucken, ob es mir gefallen wird. Es geht hier um so ein Spiel, da kann man Geld gewinnen. Und ich sehe gerade, die Seitenzahlen sind so komisch hier. Irgendwie besonders. Ich habe schon wieder vergessen, genau wie letzten Monat, aber ich zeige es jetzt einfach mal und schiebe es irgendwo rein. Und zwar muss ich natürlich einen Manga lesen und zwar den 6. Band von Kamikaze Kaito-chan von Arina Tanemura. Ich bin bald damit durch, das heißt im Juli diesen 6. Band, im August den 7. und dann ist die Reihe leider schon zu Ende. Leider, weil es mir so toll gefällt. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das auch in die Lese-Challenge packe. Ich glaube nicht, weil es einfach viel zu schnell dafür geht. Das kann ich auch so zwischenschieben. Dafür müsste ich es nicht in die Lese-Challenge packen. Aber alle, die irgendwie in Mangas interessiert sind und irgendwie so Magical Girl gerne lesen und den Anime toll fanden, lest den Manga. Es lohnt sich. Er hat auch andere Twists, quasi einen anderen Plot so ein bisschen. Und deswegen ist es überhaupt nicht langweilig, auch wenn man die Serie schon kennt, weil es halt sich auch anders entwickelt. Und ich liebe es. Deswegen muss gelesen werden und trotzdem vergesse ich es jedes Mal. Wieso? Keine Ahnung. Und wieso rede ich jetzt so oder singe ich? Egal. Wir weiter. Und ja, damit ist das, glaube ich, durch. Jetzt nur noch zu der Ziehung, zur Re-Challenge-Ziehung und zu der Sublosung. Und die Sublosung habe ich mir vorgeschrieben, also obwohl ich so wenig Zeit habe, dass ich es trotzdem mache, weil es auch in die Sommerlese-Challenge rein, weil ich da reinpacken könnte, weil da eine Aufgabe auch unter den freien Aufgaben ist. Wo steht denn das? Lose ein Buch oder mehrere aus. Und das passt ja perfekt zur Sublosung, deswegen mache ich das auf jeden Fall auch jetzt. Und dann werde ich es lesen und dann kann ich auch wieder eine Aufgabe von der Sommerlese-Challenge abhaken. Ich habe jetzt ein Buch, ich hoffe, es ist ein gutes, denn das letzte hat mich nicht so richtig überzeugt, das seht ihr bei deinem Lesemonat. Und zwar Die Erleuchtete habe ich aber schon auf meinem Want to Read. Was soll ich jetzt machen, Leute? Ich weiß es nicht. Soll ich das jetzt quasi doppelt nehmen und es auf jeden Fall lesen? Oder soll ich was Neues ziehen? Weil so kann ich kann ja nicht zwei Aufgaben mit einem Buch abhaken. Das geht ja auch nicht, ne? Deswegen werde ich mal ein neues ziehen. Ich bin gespannt.
versuche aber trotzdem die Erleuchtete jetzt zu lesen, da ich sie ja schon auch gezogen habe, ist das jetzt irgendwie in Stein gemeißelt. Also, was habe ich hier? Ja, Leaving Paradise habe ich schon gelesen, habe ich nur nicht rausgezogen, deswegen nochmal. Ich glaube, das wird heute etwas länger mit dem Ziehen. Zwei. So, jetzt nur eine. Und zwar ist es Du oder der Rest der Welt. Oh, ich wollte doch eigentlich den ersten Band zuerst lesen. Aber ich hatte schon Lust darauf. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Ich hole es mal. Und zwar ist es dieses gute Stück, Du oder der Rest der Welt, der zweite Band der Du oder Reihe von Simone Atlas. Darauf hatte ich auf jeden Fall Lust. Ich wollte aber eigentlich, da der erste Band, der auf meiner Re-Challenge liegt, den erstmal nochmal lesen, bevor ich die Reihe weiterverfolge. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ziehe es gleich in der Re-Challenge-Losung, die jetzt kommt. Ich muss sagen, Twilight habe ich noch nicht beendet. Aber da ich noch ein paar Tage habe, hoffe ich, das zu schaffen, obwohl ich irgendwie nicht so richtig Lust dazu habe. Das werdet ihr dann in meinem Leseemotionen-Video sehen. Ich weiß nicht, wieso irgendwie turnt mich das Buch ab, aber das werdet ihr dann sehen. Jetzt sehe ich erstmal, ups, da ist was rausgefallen. Da wieder rein. Nochmal. Und jetzt ziehen. Vielleicht ziehe ich ja das passende Buch. Das wäre cool. Wenn ich jetzt Du oder irgendwas. Nein! Türkisgrüner Winter geht nicht. Ich habe Kirschroter Sommer noch nicht gelesen. Soll ich jetzt einfach Kirschroter Sommer nehmen? Oder soll ich nochmal ziehen und überlegen, ob ich vielleicht Du oder das ganze Leben ziehen kann? Ich weiß nicht. Bei Tribute von Panama habe ich es ja eigentlich so gemacht, dass ich, als ich den zweiten Band gezogen habe, den ersten gelesen habe. Wäre jetzt irgendwie blöd, das jetzt nicht zu machen. Weil ich hätte auch richtig Lust auf Kirschroter Sommer, aber doch, ich nehme Kirschroter Sommer. Ich hole es mal. Und das ist dieses gute Stück, noch so eine Sommerliebesgeschichte. Ich habe so Lust auf dieses Buch, auf diese beiden Bücher, weil ich sie so toll fand, als ich sie gelesen habe. Und deswegen lese ich das und den Rest und ja. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr so gelesen habt oder verlinkt mir euer Want-to-Read-Leseliste, was auch immer, falls ich euren Kanal eventuell noch nicht kenne. Und ansonsten sage ich, hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye, Leute!